Warte halt auf den Download-Code. Aber so direkt einen Download-Code habe ich noch nicht bekommen. Hat einer von euch den schon bekommen? Also du hast ja gesagt schon dreimal, gell? Auch wenn es zweimal 4 GB ist, es kann trotzdem nur einmal 4 GB genutzt werden. Du hast trotzdem nicht 8. Ist auch bei SLI so, wenn eine Karte zweimal 4 GB hat, dann kannst du trotzdem nur 4 GB nutzen, nicht 8. Außer sie haben es mittlerweile umgestellt, was ich nicht glaube. Achso, .com.de/com. Was für ein Charaktercode, den ich da angeben muss. Macht nichts, da bist du mit einer 89er oder so oder 87.de auch sehr gut aufgehoben. Und für den Preis kannst du sogar 5960X holen, einen Prozessor mit Board. Und dann noch eine normale Grafikkarte dazu. Wäre halt zu viel für eine Graka, würde ich sagen. Egal, ob die der 8 oder 5. Lohnt sich nicht. Moment, ich hole mal schnell was zum Trinken. Dann fahren wir hier das spannende Rennen in Dallas weiter. Erst mal Brunzen vor der Cam, beste hier. Ja genau, beim Anmelden muss man halt irgendeinen Code eingeben. Noxy, servus, grüß dich. Na, mein Friends, wie geht's? Jo, wieder ein neues Spiel. Ultra geil hier mit ATV rumcruisen auf hüpfenden Strecken, sag ich mal. Also es gibt zwei Arten von Kurs. So Alpha-Meldung, die erste, ein kurzer Kurs, wie nur ein kurzer bei Kurs, weiß ich was. Der zweite Kurs, die Einladung, das bringt dir halt los. Und beides stimmt. Also ich habe immer nur den ersten bis jetzt gehabt. Oh, kriegen wir schon hin. Wie lang geht denn die Alpha überhaupt? Also testen würde ich schon gerne, weil das Spiel sah mir im Trailer auf der, na wie heißt diese komische, Gamescom da in Germany da, sah ganz interessant aus. Also brutal sah das aus. Die geht nur bis Sonntag, ja, da haben wir noch Zeit eigentlich, oder? Wenn wir morgen bekommen das, dann können wir es ja zocken, ich werde es ja nicht besonders durchzocken. Ab Montag gibt es ja dann eh hier Call of Duty. Immer du und dein Brunsen. Ja. Ich habe ja mein Brunsen-Logo gar nicht rausgehauen. Muss ja nicht unbedingt sein, wa? Just open up your heart and just let it begin. Vorhin muss die Musik hören, um mich zu beruhigen hier. Von der Katie. Ich bräuchte halt den direkten
Hab's vorhin meinem Kollegen auf X1 gesagt, Alex ist okay. Ich bräuchte halt den direkten Steam-Code. Da steht was dabei. Wenn du pre-orderst, dann kriegst du auf jeden Fall Zugang. So, aber bei Steam selbst kann man noch gar nicht pre-ordern, habe ich gesehen. Aber so ein bisschen, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen besser kann ich es jetzt schon kontrollieren als die ersten zwei Runden. Ja. Direkt über deren Page und dann glaube ich, sind doch die Vertriebspartner Amazon, GameStop und stand irgendwas da. Ach so, so ein Anmeldungscode, den ihr da auf der Homepage eingeben müsst, den kriegt ihr ja überall eigentlich her. Ich habe meinen vom Computerbild bekommen, einfach bei Google eingeben, Anmeldungscode, Alpha-Code, dann kriegst du den her. Also, bei GameStar hat den ja einen Code rausgehauen, den konnte man 20.000 Mal verwenden, nur habe ich das halt zu spät gesehen, wurde schon benutzt. Aber das ist ja nur der Code, bei dem man vielleicht eine Anladung bekommt. Oh, die Strecke hat aber viele so hohe Dinge. Ja genau, der andere ist auch von heute, von vor 5 Stunden gewesen. Mal gucken. Also ich würde das Spiel auf jeden Fall mit euch zocken. Das Evolve. Ich bin aber echt mal gespannt, wie sich so ein Call of Duty spielt. Ich meine, ich sag, das Spiel ist eh falsch. Weiß ich ja, wie es heißt, normalerweise heißt, aber ich habe ja noch keinen Call of Duty gespielt. Ja, gespannt hier. Aber ich habe mal so ein paar Trailer geschaut und so und sieht ganz interessant aus, keine Ahnung. Und das nächste Schlachtfeld lässt er noch auf sich warten. Was ich auch schon lange keins mehr gespielt habe, aber so. Von daher gucken wir dann mal hier. Am 3. ist. In Steam habe ich schon drin, nur dauert es halt, bis das Call of Duty freigeschaltet wird. Und ich schätze mal, dass die ganzen Konsolenspiele das schon ein paar Tage vorher wieder haben, bei den ganzen. Wow, Geschäften. Ach so, ist bei Cursor Zugang garantiert. Okay, dann, ja gut. Kann man da... Holt man sich den Key von... Oh, der Datey! Holt man sich den Key von Curse und meldet sich dann bei der... Meldet sich dann bei der Page an, oder wie? So wie... Mit den anderen Codes halt. Ich verstehe eine Scheiße, also Code. Das sieht so aus wie auf den Quartalk, gell? Total verwirrend, sag ich mal hier. Überdauterlich verwirrend hier. Das Jumping da hier. Man muss aber echt die ganze Zeit vor und zurück. ich weiß schon, wie das heißt, Rico. Ich weiß schon, wie das heißt. Nur... Schauen wir mal, wie das mir gefällt, sowas. Ich habe noch nie ein Call of Duty gespielt, vielleicht gefällt es mir ja. Vielleicht ist es ja wert, dass ich den Namen richtig ausspreche dann. Heute habe ich mitbekommen, hey, dass dieses GTA 5 34 Millionen Mal verkauft wurde. What the fuck, Leute? 34 Millionen Mal? Ist es wirklich so? Das ist ja, kann ja gar nicht sein. Das ist eine immense Zahl. Wie geht denn sowas? 34 Millionen Mal. Und ich glaube, wenn es dann für die PS4 und One rauskommen, holen sich das die Leute nochmal, klar. Ah, okay.
Wurde nicht damals Curse Voice in Verbindung zu LOL entwickelt oder sowas? Ich weiß gar nicht. Ich war ja in den ersten Tagen von Curse Voice damals dabei und hab's sofort. Ich hatte, wie gesagt, hatte ja 10 Alpha Keys. Die habe ich dann verschenkt. Weil ich es nicht gebraucht habe. Oder falls es so damals war. Das Spiel sieht kaum langweilig aus. Ich meine, früher habe ich sowas auch auf PS3 bzw. 2 gespielt. Ich finde es einfach lame. Jetzt einmal nicht so. Ich habe das Ding bestellt. Ich habe darauf gewartet, darauf gefiebert. Jetzt ziehen wir das durch. Oder nicht? Ja klar, es GTA plus Pre-Order gibt's 1 Mille extra, 500 in den Game Cash, 500 Online Cash. Achso, na gut, ich hätte jetzt von den echten Zahlen hier erstmal ein bisschen Bart kratzen hier. 3 Tage Gags. Für PS4 und Xbox werden sich bestimmt auch noch ein. Ja, extrem. COD ist Singleplayer einfach nur schlecht, alles nur gescriptet und KI gibt es nicht. Nur Multiplayer kann man Spaß machen. Ja, das mit den gescripteten Sachen ist eh so krass heutzutage. Wenn du dann. Sagen wir mal, das habe ich ja bei, was habe ich gemerkt, bei The Evil Within habe ich es gemerkt. Da ist es halt so, muss man sich vorstellen, bildlich ist so ein Gang. Und wenn du dann nicht auf diesen einen Schalter trittst, der da unsichtbar ist, das auszutriggert, das Event, dann geht's nicht. Du kannst im Kreis laufen, 10-mal um den Schalter, wenn du den nicht triggerst, dann geht das Spiel nicht weiter. Kadera! Ja moin Gags, was geht? Bin mal wieder da. Hey Kentera, dich gibt es ja noch. Wow, herzlich willkommen zurück in der Show. Hier MX versus ATV Supercross ab Dry Yarn. Ne, USK 0, Peggy 3. Ja, wie? Wie Peggy 3 und USK 0, was soll das? Also jeder, der nicht 3 Jahre alt ist, hier hat da nichts zu suchen. So. Also müssen die Hälfte gehen, ha. Ich habe keine Ahnung, lustiges Legendary Video entdeckt in Game Voice wäre, ja. Ihr wurde damals mit League zusammen beworben. Habe ich nur mitbekommen wegen Twitch. Da ich das damals verfolgt habe, also das heißt verfolgt, ich habe immer schon Twitch geguckt. Das habe ich glaube ich schon gezockt im Stream, ja, auf der Xbox One glaube ich. Das war einer der ersten Games mit Mario Kart zusammen. Aber die nächsten 3 Tage bin ich am Start. Hey, super Kentera, geile Sache. Ja, wir sind die letzten Tage viel Formel 1 gefahren. Wir haben WRC 4 die letzten 2 Tage ein bisschen gespielt. Dann haben wir kurz in WoW Headless Horse Mount Farming betrieben. Das muss man noch zweimal machen, zweimal 2-3 Stunden. Und sonst alles beim Alten, immer neue Spiele, die rauskommen, nur haben sich einige verzögert wegen der Lieferzeit. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt so ist, weil schon das Weihnachtsgeschäft angefangen hat, aber... Wow. Einzelhandels-Gags-Man, yay. Müsst ihr die ganze Zeit unterwegs hier. Müsst ihr immer arbeiten hier. Hauptsache, man kann zwischendurch brunzen gehen, Gerico hier. Oder man kann Call of Duty spielen. Ja, wir ziehen das durch, klar, Noxus. Wow, Mother Flower. Und einfach aufstehen und ganz normal weiterfahren. Hey, die Tim, servus, grüß dich, schön, dass du da bist, mein Freund. Wie geht's, wie steht's? Bei mir soweit jetzt wieder alles in Ordnung. Ich habe mich vorhin etwas aufgeregt, da ich nicht streamen konnte. Ich habe nicht zu allen Stream-Sachen Signal gehabt, aber jetzt passt's. Ich sage mal, soweit so gut. Call of Duty, Brunsen. Ich sage mal, R-N, nicht Brunsen. Brunsen. Schiff-Null spielen.